hätte man dieses Tor verhindern können. Der letzte, der den Ball berührte, war ein Nürnberger, nämlich Wolf. Dann wieder die Dortmunder. Michael Zorc, der langsam wieder zu besserer Form findet. Stefan Csapuisa vorbei an Kurz. Schön gesehen, noch einmal Zorc in die kurze Ecke. Wohl unhaltbar für Andreas Köpke und die 2:0-Führung für den BVB. Gut eine halbe Stunde gespielt und eine sehenswerte Aktion des Dortmunder Mittelfeldspielers. Dann die Nürnberger. Alain Sutter. Sie mussten natürlich etwas riskieren. Einfach auf eine Niederlage zu hoffen, das wäre zu wenig. Zietsch, Rainer Zietsch mit einem schönen, einem gefühlvollen Heber. Immerhin der Anschlusstreffer 2 Minuten später. Rainer Zietsch. Klos kommt zwar heraus, aber der Ball senkt sich ins Netz. Pausenführung 2:1 für den BVB. Das reichte für den UEFA-Pokal. Und dann wiederum die Dortmunder. Flemming Poulsen, der Däne, glänzender Vorbereiter im Abschluss, immer wieder schwach. Und Gerhard Poschner, super angenommen, noch besser verwandelt. Ein tolles Tor des Mannes, der Borussia Dortmund ja verlassen wird. Andreas Köpke, da war für ihn kaum etwas zu machen, sehr schön gestoppt. Dann allerdings auch sträflich freigelassen und keine Möglichkeit für den Nationaltorhüter, den Ball abzuwehren. 3:1 und es sollte noch schlimmer kommen für die Nürnberger. Csapuisa, Missverständnis, Köpke und Csapuisa gelingt das 4:1. 17. Saisontor des Schweizer Nationalspielers. 87. Minute. Ein schöner Abschluss für die Dortmunder, für die Fans, die im nächsten Jahr Europapokalspiele zu sehen bekommen. Europapokalfußball, das wollte man natürlich auch im nächsten Jahr beim MSV Duisburg sehen. Das wäre aber gleichbedeutend gewesen mit dem Abstieg des SC Freiburg. Der wehrte sich hier mit Andreas Zeyer. Die erste große Möglichkeit für die Gäste aus dem Breisgau. Und danach gab es so ein paar kleine Diskussionen, ob Assusi vielleicht die Hand zur Hilfe genommen hatte. Schiedsrichter Berg entschied auf jeden Fall auf Weiterspielen. Unglücklich die Hand hier an den Ball gegangen, meiner Ansicht nach. Eine vertretbare Entscheidung, genauso natürlich wie der Pfiff nach diesem Kopfball von Martin Spanring zum 1:0. Sein erstes Tor in dieser Saison, ein ganz, ganz wichtiges in der 40. Minute. Dabei hätte es aus Freiburger Sicht nämlich eigentlich bleiben können. Hoffnung beim SC Freiburg, Riesenjubel bei ihm, Volker Finke, so sah er den Treffer. Zu diesem Zeitpunkt, das wusste er ganz genau, war Freiburg drin in der ersten Liga. Nach dem Seitenwechsel. Sie wollten es klar machen, nichts drauf ankommen lassen, selber die Entscheidung suchen. Heidenreich. Riesenmöglichkeiten für den Sportclub am laufenden Band. Gut gelaunte Freiburger Fans, denn sie hatten natürlich die Kunde vom Ergebnis des ersten FC Nürnberg bei Borussia Dortmund. Immer wieder der Sportclub. Schön mit Zeyer. Wieder Andreas Zeyer und Glanzklasse genutzt zum 2:0 nach 75 Minuten. Sein 6. Saisontor, aber es war wahrscheinlich das Wichtigste für ihn in dieser Serie. 15 Minuten vor dem Ende war das natürlich die Entscheidung zugunsten des Sportclubs Freiburg, der danach nichts mehr anbrennen ließ. Schlusspfiff beim MSV Duisburg. Freiburg hat die Klasse erhalten. Von den 25.000 Zuschauern kamen 10 aus dem Breisgau und der Rest war eine Riesenfete in Rot-Weiß. Die bayerischen Fußballfans in Kaiserslautern, einer von 15.000 Pfälzern, die die etwa 700 Kilometer lange Reise nach Hamburg auf sich genommen hatten. Vor dem Spiel schon ein Dank der Profis an die Fans dafür, dass sie diese Tortur auf sich genommen hatten. Stefan Kunz ist das. Die Pfälzer, sie mussten ja hier gewinnen, wenn sie noch eine Chance auf den Titel haben wollten. Hängen Kuka im Zweikampf mit Kovacevic. Die Pfälzer wollten natürlich einen Strafstoß haben, aber die Partie lief weiter. Der HSV mit großen Problemen beim Spielaufbau, das ist nicht neu. Kaiserslautern geschickter und entschlossener.
0:1 durch Pavel Kuka, den Mann aus der Tschechischen Republik, der ja in kurzer Zeit zum Torjäger Nummer 1 bei den Pfälzern avancierte. Angenommen von Wagner und dann sehr schön vollendet, unhaltbar für Richard Golz, die Führung für den ersten FC Kaiserslautern. Und so erlebte Friedel Rausch diese Szene. 0:1, damit hatten die Pfälzer den Meisterschaftsaspiranten Nummer 1 in Zugzwang gebracht. Aber die Bayern-Fans verspürten nur einen Zwang zum Heben. Und zwar der Meisterschale, klare Sache für alle Freunde des FC Bayern München. Deutscher Meister werden nur die Mannen aus Bayern. Aber der FC Schalke 04 wollte sich nichts nachsagen lassen. Ingo an der Brücke und die erste Riesenmöglichkeit für die Gäste, kläglich vergeben von Müller in dieser Szene. Was wollte er nur? Hätte er doch einfach den Fuß genommen. Franz Beckenbauer etwas nervös, insbesondere nachdem die Schalker noch einen draufsetzten. Dieser Freistoß von Ingo an der Brücke verfehlte nur um die berühmten Zentimeter sein Ziel. Die Bayern kaum wiederzuerkennen gegenüber der zweiten Halbzeit gegen den ersten FC Nürnberg, aber gut wiederzuerkennen gegenüber der ersten Halbzeit gegen die Franken, denn auch dort waren sie schon sehr, sehr nervös zu Werk gegangen. Mit zunehmender Spieldauer, aber auch in diesem Spiel, die Gastgeber etwas stärker werden. Helmer, schön aus der Drehung abgezogen und viel, viel Glück in dieser Szene für den FC Schalke 04. Das Ganze nach 21 Spielminuten, so langsam befreiten sich die Bayern vom Druck. Schalke mit gelegentlichen Kontern, die aber immer sehr spontan und vor allen Dingen flugs über die Flügel nach vorne getragen. Wiederum Müller mit der großen Möglichkeit. Dieses Mal hat er es richtig gemacht, aber ebenso Schlussmann Raimund Aumann beim FC Bayern München. Dann wieder die Gastgeber. Helmer Fehlpass. Alles frei jetzt, ganz, ganz offenes Spiel der Bayern, Möglichkeiten für Konter. Auf Schalker Seite. Linke versucht es alleine, aber Raimund Aumann an diesem Tag ganz, ganz konzentriert. Sein letztes Spiel für den FC Bayern München. Er geht ja nach Istanbul. Jorginho. Wittichek. Nährlinger. Der Druck wurde jetzt stärker. Mehmet Scholl. Und auf der Linie noch die Rettungstat des Schalker Abwehrspielers. Nährlinger kommt einen Schritt zu spät. Es sollte nicht fallen, das erlösende Tor für den FC Bayern München. 0:0, der Pausenstand, alles war noch drin für den ersten FC Kaiserslautern. Je nachdem, wie es stand im Hamburger Volksparkstadion. Denn dort waren ja die Gastgeber zunächst mit 0:1 in Rückstand geraten. Natürlich waren sie auch mit von der Partie, die Spielerfrauen des ersten FC Kaiserslautern. Es sollte ja gefeiert werden, so oder so. Aber der HSV wurde gegen Ende der ersten Halbzeit stärker, vor allen Dingen er, weil das Iwanauskas und das 1:1 in der 35. Minute. Eigentlich die erste Chance für die Hamburger und sie wurde gleich energisch genutzt. Da setzt er sich durch gegen Brehme, gegen Kadlec, Ritter kommt zu spät, Ehrmann keine Chance richtig zu reagieren. Der HSV dann stärker. Carsten Behron, und da hatte Gary Ehrmann großes Glück, das wäre um ein Haar schon das 2:1 gewesen. Halbzeit, 1:1 unentschieden, alles also beim Alten. Zur Pause waren die Bayern deutscher Meister und das gab Friedel Rausch natürlich zu denken. Seine Mannschaft musste noch eine Schippe drauflegen, zum Beispiel mit Michael Lusch. Sie wurden dann wieder stärker, die Pfälzer, Kuka, glänzender Spieler, Markus Babbel, der ja zu den Bayern gehen wird, zurückkehren wird, hatte seine liebe Mühe und eine große Möglichkeit für Michael Lusch. Es wurde schon gefeiert, die Pfälzer Fans ununterbrochen beim Gesang. Andreas Brehme, lange Pässe, seine Spezialität. Babbel verschätzt sich da etwas, Kuka in die Wolken zu den Fans. Der Hamburger SV nur noch ganz selten in der Offensive. Hier die beste Szene des Bulgaren Jordan Lechkov. Traumhaft dieses Dribbling, dann Valdas Iwanauskas und gleich Thomas von Hesen, der in seinem letzten Spiel für den HSV unbedingt sein 100. Bundesligator erzielen wollte. Es blieb beim Wunsch.
Die letzten Minuten gehörten dann eindeutig den Pfälzern, wieder Kuka zu seinem Stürmerkollegen Stefan Kunz, der ja noch auf den Zug nach Amerika aufspringen will. Marco Haber völlig frei, vorbei an Hubchev, Golz und auf der Linie geklärt in letzter Sekunde von Markus Babbel. Aber sie steckten nicht auf, die Pfälzer. Sie hatten ja seit 5 Jahren in Hamburg nicht mehr verloren und zumindest diese Serie, die sollte halten. Schöner Pass von Brehme, Haber, Sforza, noch einmal Haber und dann Martin Wagner. 1:2, 90. Minute, das 6. Saisontor für den Nationalspieler. Gut gemacht in der Vorbereitung von Sforza, dem ja ein Angebot aus Italien vorliegt. Dann Haber, hier hätte er schon abgeben können und dann Wagner schneller als der letzte HSV-Abwehrspieler. 5-mal hatten sie zuletzt in Serie gewonnen, die Pfälzer, und jetzt standen sie vor dem 6. Erfolg. Und damit wäre natürlich ein glänzender Abschluss der Serie gelungen. Herrlicher Pass auf Ciriakos Sforza und noch schöner dieser Hechtkopfball von Stefan Kunz. Das 18. Saisontor des Pfälzers, der damit an die erste Stelle der Torjägerliste rückte. Das 3:1 des 1. FC Kaiserslautern war zwar ein schönes, furioses Ende gewesen, aber nun war klar, der FC Bayern München musste unbedingt verlieren daheim, damit die Lauterer noch Meister werden konnten. Franz Beckenbauer zur Pause, alles andere als beruhigt, als sicher. Denn der FC Schalke 04 hatte ja gezeigt, dass er keinesfalls sich nur hinten reinstellen wollte und dass er nicht gewillt war, zum Gespött der Liga zu werden. Lothar Matthäus, der Antreiber beim FC Bayern. Herrlicher Doppelpassversuch, aber klare Attacke, unfair gegen den Kapitän der Bayern. Freistoß für die Gastgeber. So richtig große Stimmung wollte bis dato eigentlich noch nicht aufkommen. Und dann dieser Schuss von Lothar Matthäus. Wunderschön gezirkelt und endlich konnte auch Franz Beckenbauer mal wieder so richtig befreit aufjubeln. So hatte man den Trainer des FC Bayern München lange nicht gesehen in den letzten Wochen. Perfekter Freistoß von Lothar Matthäus nach 49 Minuten. Damit sozusagen alles klar, denn jetzt glaubte eigentlich keiner mehr daran, dass sich die Bayern noch die Butter vom Brot nehmen ließen. Im Gegenteil, die wollten mehr. Bruno Labbadia. Große Verwirrung jetzt. Und dieser Freistoß von wem? Von Jorginho. Und schauen Sie mal, was der macht. Der fährt Formel 1, widmete nach diesem Spiel sein Tor dem brasilianischen Rennfahrer, der vor kurzem verunglückt war, Ayrton Senna. Das 2:0, die absolute Entscheidung zugunsten des deutschen Meisters 1993-94, zugunsten des FC Bayern München. Nach wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit, alles klar für den FC Bayern München. Der Rest war natürlich eine einzige bajuwarische Meisterfeier. Das Spiel in Hamburg war schon einige Minuten früher zu Ende. Man hatte die Kunde aus München vernommen, aber man störte sich nicht groß daran. Viel mehr hatte man eigentlich nicht erwartet. Die Pfälzer, sie waren zufrieden. Andreas Brehme, Friedel Rausch, sie hatten allen Grund zum Strahlen. Einen Grund zur Trauer gab es nicht. Vizemeister, das ist doch was. Aber seien wir mal ganz ehrlich, gefeiert wird natürlich nur der deutsche Meister, längerfristig zumindest, und so richtig abkassieren kann auch nur der Titelträger in der Champions League, nämlich zum 13. Mal deutscher Meister Bayern München. Und sie feierten es im Nachhinein dann wie den ersten Titel. Wen wundert's, nach 4 Jahren des Mauerblümchen-Daseins in München nun endlich wieder ganz oben auf dem Thron, da, wo jeder Bayer meint, der FC Bayern München auch hingehört. Die Fans feierten ausgelassen, der Franz schon wieder wie ein Politiker. War Ihr letztes Spiel heute oder vielleicht doch nicht? Doch, heute war es mein letztes. Sie lieben ja diese 4-Monats-Verträge, das macht Ihnen ja ganz besonders Spaß. Kann man da für die Zukunft was her ableiten? Nein, ich habe jetzt so viel zu tun in den nächsten Monaten. Da kommt die Weltmeisterschaft, wo ich drüben bin. Und
dann habe ich viele Dinge zu tun, geschäftlich. Und dann vielleicht im nächsten Jahr wird sich vielleicht irgendwas ergeben. Dann sehen wir Sie wieder hier. Haben Sie einen letzten Wunsch jetzt nach all dem Hotelleben und dem Stress? Nee, ich würde sagen, wunschlos glücklich. Ich bin ein Mensch, der sehr zufrieden ist, der keine Wünsche und keine Ziele hat. Deswegen bin ich vielleicht auch so ruhig. Hey, schön da, hey! Lothar, normalerweise ist eine Frage verpönt, wie fühlen Sie sich? Dennoch frage ich Sie einfach mal, wie fühlen Sie sich, wo jetzt im Hintergrund We Are The Champions läuft? Wenn Sie hier hinschauen, weil dann unsere Kamera ist. Ein unglaubliches Glücksgefühl. Vielleicht sieht man es von außen her nicht, aber innerlich ist doch eine Zenderlast gefallen, weil der Druck war unwahrscheinlich groß. Die letzten Tage, Wochen waren sehr anstrengend. Auch die Probleme zwischen Bayern und DFB, wo ich mittendrin sitze, sind jetzt spurlos, haben wir vorübergegangen. Ich will kein Veto. Und wenn ich einen Wunsch hätte, jetzt in diese Richtung, wäre schön, wenn sich beide Parteien so schnell wie möglich wieder vertragen würden. DFB-Präsident Egidius Braun wird es vernommen haben, hatte aber nicht über seinen Schatten springen können. War nicht im Münchner Olympiastadion. Dementsprechend gab es die Schale von Ligadirektor Straub. Das tat aber dem Jubel der Bayern keinen Abbruch. Deutscher Meister und dementsprechend auch herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. 1993-94 der FC Bayern München zum 13. Mal in der Geschichte des Vereins. Und danach wurde so richtig ausgiebig gefeiert, wie sie es halt gehört in München, für einen deutschen Meister. Und ich denke, Sie und wir feiern noch ein bisschen mit. Fußball-Bundesliga, der letzte im Angriff mit Dammann, dann Propper, der Spielmacher, der Finne Ari Jelm und in der Mitte, gleich kommt er zum Schuss, Markus Marin. Abschlussglück hatten sie an diesem Abend wahrlich nicht, die Hamburger. Der Wuppertaler SV immer dann stark, wenn es gegen die sogenannten Großen geht, hier Breitzke. Dann kommt Markus Erdkind an den Ball, 0:1, die Führung für die Gäste und der erste Weg des Torschützen zum ehemaligen Trainer, zu Seppo Eichkorn, Provokation allerersten Rangs. Eichkorn hatte ihn weggeschickt und das war die Rache des kleinen Mannes, Markus Erdkind, die Führung für den Wuppertaler SV. Dieter Tartemann, der Trainer des Wuppertaler SV, er hatte ein glückliches Händchen gehabt. Erdkind, er kennt die Atmosphäre am Millerntor, also spielt er. Und recht hatte er, das sieht man auch hier. 0:2 und Torschütze, raten Sie mal, wieder Markus Erdkind, 47. Minute, ein Schock für den FC St. Pauli und seinen Anhang. Das 0:2 in der 47. Wenig später stand Markus Erdkind zum dritten und aber auch zum letzten Mal im Mittelpunkt des Geschehens. Ein grobes Foul an Gronau. Vorher hatte er schon einmal gelb gesehen und diesmal blieb Schiedsrichter Holz keine andere Wahl, als den zweifachen Torschützen vom Platz zu stellen. Die Schlussphase, eine Aufholjagd des FC St. Pauli. Hier einmal gekrönt mit einem Treffer durch Jens Scharping. Das war es dann aber auch. Die Hamburger verloren im 19. Spiel gegen den Wuppertaler SV, ausgerechnet gegen die Mannschaft, gegen die man vor einigen Monaten auch die letzte Niederlage kassiert hat. Das ist die Bank des VfL Bochum, der Spitzenreiter, angeführt von Jürgen Gelsdorf, in den letzten Wochen und Monaten doch etwas in Bedrängnis geraten. Hier aber ein Angriff über die rechte Seite in der Mitte. Kai Michalke, die Führung in Uerdingen. Etwas überraschend zustande gekommen, dieser Treffer. Schön die Vorarbeit von Markus von Ahlen.
und dann keine Abwehrchance für Torhüter Dreher. Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit. Es wurde gefahndet, nicht aber nach dem Torschützen, sondern nach einem Täter. Das war passiert. Achten Sie auf Torhüter Andreas Wessels. Da wird er getroffen. Durch ein Stück Trockeneis am Hinterkopf getroffen, geht er zu Boden. Natürlich Entsetzen im weiten Rund des Stadions. Es hätte ja nicht nur ein Klumpen Trockeneis, es hätte ja auch ein Messer sein können. Und das wäre dann wesentlich schlimmer gewesen. Hier noch einmal diese Szene. Andreas Wessels konnte das Spiel nicht fortsetzen, wurde ersetzt von Ralf Zumdick. Und damit ist klar, es ist kaum damit zu rechnen, dass dieses Spiel so gewertet wird, wie es ausgeht. Man wird sicherlich um einen Protest des VfL Bochum nicht herumkommen. Das Spiel damit wahrscheinlich für die Gastgeber verloren. Denn sie holten auf. 1:1 hier der Ausgleich durch Frank Weber in der 67. Minute. Der Rest des Spiels natürlich unter dem Vorzeichen des Wurfes mit dem Eisbrocken. 2:1 die Führung für die Gastgeber durch Günther Bittengel in der 82. Minute und dann setzten sie sogar noch einen drauf. 3:1 wiederum durch Frank Weber. Das war dann auch der Endstand, aber eins steht fest, dieses Spiel hat ein Nachspiel. Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga.